Schätzt und magst du es nicht auch, wenn man dir zuvorkommend begegnet? Wenn zum Beispiel ein Kunde dir rechtzeitig die Rechnung bezahlt? Oder wenn du ein gutes Geschäft abschließen konntest? Oder im ganz normalen Alltag jemand dir die Tür aufhält, jemand dir in den Mantel hilft, jemand dir die Vorfahrt gewährt, damit du schneller vom Fleck kommst, du den besseren Parkplatz bekommst? Oder du stehst an der Kasse, du hast nur eine kleine Kleinigkeit gekauft und vor dir steht jetzt eine Familienmutter, die den Einkauf für eine ganze Woche gemacht hat. Sie lässt dich vor. Das empfinden wir alles in unserem Alltag als angenehm, als freundliches Entgegenkommen der Mitmenschen um uns herum. Wusstest du, dass es in der Bibel wirklich heißt, dass Gott zuvorkommend ist? Du kannst es lesen im Psalm 59, Vers 11. Und mehr noch, er ist nicht nur zuvorkommend, sondern da steht, mein gnädiger Gott wird mir zuvorkommen. Das heißt, Gott kommt uns mit Gnade zuvor. Das ist mehr als nur ein guter Wille oder ein guter Plan. Sondern in diesem Angebot der Gnade ist viel, viel, viel mehr beinhaltet. Unser normales Wort für zuvorkommen oder zuvorkommend behandelt werden, beinhaltet zum Beispiel etwas begünstigen, eine Gelegenheit anbieten, gerne bereit sein oder Wünsche an den Augen ablesen, die Güte haben, einen Weg finden, goldene Brücken bauen. Aber das, was Gott uns hier in diesem Psalmvers anbietet, ist viel, viel, viel mehr. Diesen Psalm hat David in großer Bedrängnis geschrieben. Und er drückt in diesem Wort eine totale Glaubensgewissheit und sieghafte Zuversicht aus. Mein Gott, mein gnädiger Gott wird mir zuvorkommen. Noch viel mehr, er meint, wie es in dem Vers weitergeht, er wird mich auf meine Feinde herabsehen lassen. Hast du Feinde in deinem Alltag? Ich meine jetzt nicht den Nachbarn, mit dem du dich vielleicht schon länger gestritten hast, sondern ich meine die Feinde, die Festungen, die in unserem Leben sind, wie Sorgen, Angst, Depression, Krankheiten, Schmerzen, all die ungelösten Dinge, die sich da als Feinde in unserem Leben auftun. Weißt du, dass Gott diesen Dingen mit Gnade zuvorkommen will? Dass er einen Weg schaffen will, wo er schon den Weg vorbereiten will, damit du durch diese Dinge durchgehen kannst? Gott kommt uns in Gnade zuvor und wird uns auf unsere Feinde herabschauen lassen. Das große Angebot der Gnade Gottes zeigt sich zu Ostern, in dem, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist. Das ist die Gnade Gottes, die für uns Menschen zuvorkommend einen Weg gemacht hat. Der gilt auch für dich. Ich weiß, dass Gott dir heute zuvorkommen will und dass du in seine Wege gehen kannst. Ich weiß, dass Gott heute in diesem Sinn mehr für dich hat.